Konrad Schnitzler, geboren 1938, Studium an der Kunstakademie in Düsseldorf, Schüler von Josef Beuys, lebt in Berlin. Hallo und herzlich willkommen in der Kunsthalle Düsseldorf zur Ausstellung Konrad Schnitzler, manchmal artet es in Musik aus. Die Ausstellung ist eine Kooperation mit der Stiftung IMAI Intermedia Art Institute, die ebenfalls hier in Düsseldorf beheimatet ist und die als einzige Institution in Düsseldorf noch Arbeiten, Objekte dieses Künstlers beherbergt. Die Ausstellung ist von Linnea Semmerling und von mir konzipiert worden. Wir haben da ungefähr 2 Jahre dran gearbeitet. Und wir sind auf die Idee gekommen, über Konrad Schnitzler eine Ausstellung zu machen. Erstmal, weil das Werk dieses außergewöhnlichen Künstlers und Musikers bisher wenig dokumentiert ist. Ist durch die Werkanlage von Schnitzler sehr schwer zu fassen. Es gibt eine große, unübersichtliche Anzahl von verschiedenen Werkphasen, die ineinander übergehen. Wir versuchen in dieser Ausstellung das Intermediaschaffen von Konrad Schnitzler auszustellen, zu zeigen, zu porträtieren. Wir haben uns dabei auf die 70er und 80er Jahre fokussiert. Das ist die Zeit, in der Konrad Schnitzler beginnt mit dem EMS Synthi A zu arbeiten, den er sich aus London mitgebracht hat, sich lossagt von allen seinen Bandbeziehungen der vorherigen Jahre und seinen eigenen Sound anfängt zu entwickeln. Ein wichtiger Punkt für uns war, dass wir Konrad Schnitzler und das Werk von ihm nicht als so eine Art Retro-Ausstellung zeigen, wo man viele Dokumente hat aus der vergangenen Zeit, sondern dass wir, als wir die Filme gesehen haben, extrem überrascht und begeistert waren von der filmischen Qualität und von der Unmittelbarkeit des technischen Zugangs, auch den Schnitzler zu Film und Video hatte, und haben versucht, diese Arbeit möglichst fast wie in eine zeitgenössische Ausstellung zu zeigen. Dementsprechend sehen Sie in dieser Ausstellung auch wenige fertige Kunstwerke, sondern Sie sehen ganz viele neue audiovisuelle Konstellationen, die sich bei Konrad Schnitzler immer wieder ändern können, die immer wieder in Entwicklung sind, die sich immer weiter fortbilden. Eine Kassette mit immer gleichen Tonfolgen, in 100 Hände gegeben, ergibt ein großes Orchester und jeder hat in diesem Orchester seine eigene Musik gemacht.